Garcia disst mich. Punkt. Genau. Ich disse hier gerade Kirsten Dämon, falls Sie irgendwelche Hintergrundgeräusche hören. Ach, wir sind hier auch nur in dem lautesten Café in Hamburg. Wir haben uns wirklich das Lauteste ausgesucht. Aber geht auch ganz schnell. Hier ist nämlich jetzt eine Folge von Gut reden kann jeder. Von dem Podcast, und ich bin Isabel Garcia. Vor mir sitzt Kirsten Dämer, und ich habe nämlich eine Frage bekommen, die ich selbst nicht beantworten kann. Kirsten, da musst du mir jetzt helfen. Ich versuch's. Und zwar irgendwie, ich habe große Mühe damit, wenn Leute einander vorzustellen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben. So, wie stellt man vor? Wie stellt man vor? Also beruflich. Wer stellt beruflich, wen vor? Meistens ist es so, dass es heißt, der Ankommende grüßt zuerst. Das heißt, sicher ist, dass man direkt dann den, der mit einem kommt, vorgestellt wird. Also wenn ich jetzt hier zuerst im Café gewesen wäre, hätte ich dich begrüßt? Nee. Du hättest mich begrüßt, weil du gekommen wärst? Genau. Und hätte dann meine Begleitung vorgestellt. Hätte dich mit Namen begrüßt und ja, hätte dann gesagt, das ist XY. Okay. Guten Tag. Okay, gut. Okay, und beruflich dann eben auch, egal in welchem Kontext, egal wo wir uns getroffen hätten, du, diejenige, die halt reinkommt und jemand mitbringt, stellt dann eben vor. Genau. Das und wen stelle ich zuerst vor? Stelle ich den vor, den ich dabei habe, oder den anderen? Weil man ja mit Namen grüßt, also ankommen und sagt, hallo Isabel, das ist XY. Ja, okay. Dann hat man beide Namen schon gesagt, dann kann XY nochmal sagen, hallo Isabel, ich bin. Aber das ist so kompliziert, das war früher nach Knigge wirklich so. Es gab ganz starre Regeln, wer was gemacht hat. Jetzt ist so ein bisschen nach Gefühl, was auch schön ist, weil wir haben das Gefühl. Ja. Aber wenn man sich nur merkt, der Ankommende grüßt zuerst, hat man eigentlich schon alles richtig gemacht. Super. So, und dann eben, wenn ich den Namen vergesse, steht hier nämlich. Was mache ich, wenn ich den Namen vergesse? Schwierig, kenne ich. Entweder man wirklich gibt es zu, man hat den Namen vergessen, sagt, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen. Dann lacht er vielleicht, in aller Hoffnung lacht er. Oder man versucht, ihn so zu trimmen, dass man kurze Sprechpause macht, dass er selber seinen Namen sagt. Okay, also das ist... Genau. Pause, 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 Pause. Und dann springt er ein und sagt, also natürlich nur, wenn der empathisch ist. Ne? Genau. Wenn er mich reinreiten will. Dann sagt er einfach nichts. Genau, und dann sagt man, und ich habe es jetzt leider vergessen. Genau. Also ich könnte erst noch die Brücke machen mit der Pause und dann eben sagen, so, habe ich vergessen. Genau. Ja. Okay. Also man kann es auch mal zugeben, weil man vergisst ja meistens Namen, die man nur ein-, zweimal gehört hat. Und da ist auch ganz normal, dass man sagt, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen, und der lacht hoffentlich und sagt ihn dann hoffentlich. Oder sagt, nee, ich bin die Micke Maus. Aber wir sind ja auch, also manche sind ja wirklich sehr vergesslich. Manchmal wird es dann gesagt und dann vergesse ich es nach ein paar Minuten schon wieder. Ja. Danke, jetzt kommt der Kaffee, großartig. Danke. Meiner ist größer. Das kommentiere ich jetzt nicht. Da hast du ein Herz und ich nicht wirklich. So. Okay. Ja, mein Herz ist nicht wirklich so gelungen wie deins. Na gut. Wo waren wir? Wir haben den Namen vergessen. Also manche vergessen ja ständig den Namen. Oder auch, also ich mache es ja auch gerne, dass ich, wenn ich jemanden begrüße, einfach sage, also dass ich mir was Schmuckvolles ausdenke. Und das ist meine Lieblingskollegin und hier ist mein Lieblingsfreund, den ich schon seit Kindertagen kenne. Und dann strecken die eben normalerweise schon die Hand aneinander hin und stellen sich dann gegenseitig vor. Genau. Und dann merke ich mir hoffentlich den Namen. Genau. Namen merken, entweder im Beruflichen kriegt man eine Visitenkarte, dann spickelt man dann nochmal schnell drauf, wie man bei uns sagt, oder man muss irgendwelche Anker setzen und sagen, ah, die hat rote Haare und heißt, was weiß ich, rote Zora für mich und heißt in echt... Wie merkst du denn meinen Namen? Isabel hat mit rote Zora ja wenig zu tun und ich habe rote Haare. Ich merke meinen Namen grundsätzlich ganz gut. Okay. Ansonsten kann ich nur Gedächtnistraining natürlich auch empfehlen. Genau. Also ich mache das auch mit Wiederholungen und so weiter und so fort, dass ich mir Namen sehr schnell in Seminaren daneben merke. Genau. Manche machen es ja auch, dass sie es vorher auswendig lernen, bevor sie in ein Seminar reingehen. Die lassen sich praktisch alle Fotos geben, lernen die Namen auswendig und begrüßen schon jeden mit Namen, wenn sie in ein Seminar kommen. Ja, mache ich nicht. Ich auch nicht. Finde ich auch ein bisschen spooky, weil dank Datenschutz ja eh jeder so hochsensibel ist auf das Thema. Und dann, woher hat er mein Bild? Woher, das finde ich, oder sie. Deshalb, ich sage das auch ganz, in Seminaren ganz offen. Ich spreche den Namen mit und sage, ich hoffe, ich kann sie mir jetzt alle merken für den Tag. Und wenn nicht,
so what? Ja, also ich wiederhole sie dann so häufig wie möglich. Ich frage nochmal genau nach, wie wird da nochmal geschrieben. Na, also ich setze mir da so einige an. Genau. Wenn ich zum Beispiel weiß, Helmut mit TH, dann, wenn ich frage, wenn es mit TH geschrieben, also ich frage gerne nochmal nach, dann wiederholt er den Namen nochmal und über diese Wiederholung und so weiter merke ich es mir dann eben. Genau. Und lasse mir dann eben auch Zeit. Mhm. Ja. Okay, also so wird vorgestellt. Übrigens bei dem Duzen habe ich auch gerade letztens gelesen, dass du ja auch nicht mehr unbedingt nur vom Älteren kommt, oder? Nee, also außer man hat es wirklich mit sehr alten Männern, vor allen Dingen Männer, muss ich dazu sagen, zu tun, die beharren auf diesen starren Regeln. Und sonst ist einfach so, weil zum Beispiel, wenn der Rang niedere aber irgendwas anbietet und dort im Lead ist, dann bietet er meistens das Du an. Okay. Da gibt es auch keine großen Regeln. Also er, Regeln mehr. Also er ist praktisch die führende Gesprächsperson. Genau. Ja, genau. Oder irgendwas, dass der Rang niedere aber wirklich das ganze Ding führt, der kann das auch anbieten. Ja, da gibt es keine starren Regeln mehr. Gibt es kein Vertun dann? Außer man ist natürlich in einer sehr gesetzten oder sehr elitären Gesellschaft. Da sollte man sich nochmal einlesen. Auch die Schrittlänge, wer geht hinter wem. Und da gibt es dann wirklich nach Protokoll. Okay. Aber wird dieses Knigge noch so sehr gelebt? Nicht mehr so arg. Also wirklich bei sehr alt hergebrachten Familien auch oder manche Golfclubs, die beharren da drauf, aber das wird immer weniger und es wird immer weicher. Aber, muss ich dazu sagen, großes Aber, wenn man sich einmal damit beschäftigt, fühlt man sich sicherer. Okay, also insofern ist es gar nicht so schlecht, mal einmal so einen Knigge-Kurs zu machen. Genau, oder einfach sich da einlesen, weil das ist schon hochspannend. Mhm. Okay, also insofern, es wird alles so ein bisschen weicher, diese ganzen Regeln. Da gibt es aber ja auch noch unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten, genau, vom Knigge, oder? Nicht jeder, ja, interpretiert es gleich. Nee. Da muss man auch sich auf irgendein Knigge-Rat oder Buch irgendwie berufen und sagen, okay, das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Oder ich gucke mir mal alle an und sehe Unterschiede. Ah, toll, super, ja. Das ist ja sehr hilfreich. Okay, aber wenn wir schon mal beim Thema sind, apropos Training, du bietest ein ganz spannendes Training an. Also für alle Podcast-Hörer, die es jetzt zu spät hören, Edge. Aber genau. Wenn sie es rechtzeitig hören, und zwar ist das jetzt im Juli, ne? In, ja, Hamburg. In Hamburg und Edge leider auch nur für Frauen. Edge. Nur in Hamburg, nur für Frauen, genau, im Workshop. Und da geht es um Kleidung, es geht um Stil, ja, Stilberatung mit Körperspracheberatung, mit Kniggeberatung. Also es ist im Prinzip so ein Rundumpaket. Wie ist mein erster Auftritt, mein erstes Erscheinungsbild? Genau, sowohl mit meiner lieben Kollegin, der Vivian. Ja, mit der Stilberatung. Die habe ich ja auch schon hier im Podcast, genau, gehabt, die Vivian, genau. Ja. Und ihr beiden macht diesen Workshop gemeinsam. Ja. Großartig. Ja, also es wird rechtzeitig wunderbar. Wann, genau, ist das genau, im Juli? Am 28. Am 28. Und Juli sind auch nur 20 Plätze frei. Nur 20 Plätze frei. Also 20 Plätze, nur Frauen, nur in Hamburg, nur am 28. Genau. Also ganz schnell schreiben an podcast@ichrede.de und ich leite es dann eben einfach weiter, wer Interesse hat. Und wenn Sie das jetzt nach dem 28. Juli 2018 hören, dann vielleicht auch schreiben und dann verrate, genau, ich Ihnen, wo nochmal wieder so ein Workshop kommt. Sehr gern. Also vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles, ne? Ja. Ja, insofern gehe ich mal, perfekt, davon aus, wir haben alles soweit beantwortet. Vielen Dank, das hätte ich alleine so nicht hinbekommen. Naja. Ich danke dir. So, jetzt genieße ich mal den Kaffee hier. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.